Hier etwas ganz Cooles. Sie sehen meinen Assistenten Merrick bei der Arbeit. Was er genau macht und warum er es macht, zeige ich dann gleich später in dieser Folge der Alex Ruh Show. Das Hauptthema der Folge ist die Antwort auf die Frage, welches ist das beste Projektmanagement-Tool, das es gibt. All das gleich nach dem Vorspann. Hier ist die Alex Ruh Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rouge. Hallo, meine Damen und Herren, hier ist Alex Rouge aus Encinitas, Kalifornien. Diejenigen, die schon länger in der Rouge-Welt dabei sind, unsere Lehrgänge gebucht haben oder auch Rouge TV schauen, kennen bereits diese wunderbare Aussicht von meiner Terrasse aus. Dieses Haus hier habe ich nun schon im 5. Winter. Ich miete die Häuser immer monatlich, habe dann verschiedene Häuser, damit ich auch viel Abwechslung habe und eine andere Filmkulisse. Und dieses Haus hier gefällt mir besonders gut, was eben auch der Grund ist, warum ich es bereits so oft gemietet habe. Hier kann man richtig schön entspannen, kreativ sein und großartige Videos drehen. Heute ist so etwas kühler, so um die 14 Grad, auch etwas bewölkt, aber trotzdem ist es schön hier draußen. Wie Sie gehört haben im Vorspann, geht es um das wichtige Thema Projektmanagement. Ich meine, wir alle sollten so eine Software einsetzen, egal ob wir nur kleine Projekte haben oder auch große Projekte. Ich finde es viel besser, als einfach nur ein Word-Dokument zu haben oder ein Excel-Blatt. Man kann sehr viel mehr damit tun. Das große Problem, die große Herausforderung ist, eine gute Software zu finden. Die meisten Softwareprogramme sind einfach zu kompliziert, vielleicht auch zu teuer. Zudem ist oft auch der Widerstand bei Mitarbeitern extrem groß. Man kann es fast nicht durchsetzen oder nur mit Gewalt. Wir haben große Erfahrung damit. Wir haben x Softwareprogramme ausprobiert bei uns intern und immer wieder kamen die gleichen Probleme. Bis ich dann etwas gefunden habe, was ich Ihnen hier jetzt zeigen werde, die Software, die meiner Meinung nach die beste ist, die es gibt und die sogar kostenlos ist. Inzwischen arbeiten die meisten unserer Mitglieder auf den höheren Stufen genau mit dieser Software. Wir gehen jetzt rein und ich zeige Ihnen, was ich meine. Trello ist meiner Meinung nach das mit Abstand beste Projektmanagement-Tool. Das Schöne dabei ist, es ist sogar gratis. Zudem kann Trello noch viel mehr als einfach nur Projekte managen. Man kann x Sachen damit tun. Und das ist auch der Grund, warum viele unserer Mitglieder der höheren Stufen inzwischen auch mit Trello arbeiten. Beim Team wird super gut aufgenommen, denn es ist spielerisch. Man kann einfach diese Karten erstellen, man kann sie herumschieben. Es gibt hier Spalten, wie zum Beispiel bei uns gibt es hier Incoming, In Progress, Priority, Waiting for Reply, Done und Recurring Tasks. Wir machen das auf Englisch, denn unser Team ist recht international. Und so kann man einfach hier mit den Karten herumspielen. Man kann Kommentare schreiben, man kann Termine festlegen, man kann Dokumente hochladen und so weiter. Also wirklich ein sehr cooles Tool. Inzwischen bin ich ein großer Fan davon geworden. Und ich habe nun für Sie ein kleines Geschenk. Komplett kostenlos, ohne Registrierung, ohne Login. Auf www.noch-erfolgreicher.com finden Sie einen Artikel, eine Lektion des Quartals, den ich über Trello geschrieben habe. Für Sie sehr, sehr spannend. Ich wiederhole nochmals die Domain, das wäre noch-erfolgreicher.com/Trello. Und es gibt auch eine Show von mir, eine Gratis-Show, wo ich die 7 wichtigsten Tools der Rouge Filmgruppe vorstelle. Und diese Gratis-Show bekommen Sie auf der Alex Rouge Institute Plattform auf der Stufe 0. Und das ist die Gratis-Stufe. Wenn Sie dort noch nicht registriert sind, können Sie es jetzt noch tun auf alexrouge.com/Erfolg. Und wenn Sie es richtig ernst meinen mit Trello, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie unseren Online-Lehrgang absolvieren. Ich habe ihn erstellt, weil ich gemerkt habe, dass die Mitglieder, wenn ich denen Trello empfehle, haben sie meistens Trello zwar mal kurz angeschaut, mal ein bisschen rumgespielt und dann haben sie wieder damit gestoppt, weil ihnen die Anleitung fehlte. Aber bei uns bekommen Sie eine Schritt-für-Schritt Anleitung und nach 2 Stunden wissen Sie genau, wie Sie Trello erfolgreich einsetzen können. Da sind viele Tricks drin, viele Strategien, damit Sie eben Trello auch so einsetzen, dass Sie und Ihr Team erfolgreicher werden. Informationen über diesen Online-Lehrgang finden Sie auf alexrouge.com/Trello.
Und ich finde eben das so wichtig, dass wir uns auch entschlossen haben, dass die Mitglieder ab der Stufe 2 diesen Trello-Online-Lehrgang sogar kostenlos bekommen. Weil ich möchte eben, dass unsere Mitglieder, vor allem ab der Stufe 2, wirklich definitiv die ganzen Werkzeuge haben, um erfolgreicher zu werden. Und ich finde Trello wirklich super. Auch in diesem Winter habe ich hier in Kalifornien einen Studenten eingestellt als Assistenten. Er hilft mir mit Marketingaufgaben, mit Filmen und mit Spezialprojekten. Das ist ein richtig spannender Job für einen Studenten. Und somit habe ich auch viele Bewerbungen bekommen. Maverick hat gewonnen. Er hat die beste Bewerbung geschickt, konnte sich am besten auch persönlich bewerben, hat auch den Probetag gut bestanden. Und somit ist er nun mein Kalifornien-Assistent für 2019. Und er ist so richtig kreativ und motiviert. Hier im Einspieler sehen Sie Maverick am Strand von Ponte Beach, Encinitas, Kalifornien. Doch, erfolgreicher. Was er dort genau macht, er bereitet sich vor für einen Fotoshoot. Er hatte die Idee, dass er dort einfach runterhängt, am Baywatch-Turm sozusagen, und ich ihn dann dort fotografiere für unsere Fotoaktion. Hier nur ein paar Worte zur Fotoaktion. Das ist auch eine Idee, die hier entstanden ist. Sie alle, wenn Sie Abonnent oder Leser oder Mitglied der Zeitschrift noch erfolgreicher sind, können ein Foto einreichen mit sich und der Zeitschrift. Es sollte ein möglichst kreatives, einzigartiges Foto sein. Sie müssen jetzt nicht unbedingt von einem Turm hängen, aber irgendetwas anderes Cooles machen. Und dann schicken Sie uns das Foto. Es kann aber auch ein Videoclip sein. Da sind Sie frei. Weitere Informationen finden Sie auf noch-erfolgreicher.com/foto. Sie haben gemerkt, die Sonne kam etwas hervor, somit trage ich jetzt auch wieder die Sonnenbrille. Und damit sind wir auch bereits am Schluss dieser Folge der Alex Ruh Show. Ich schaue jetzt, dass ich die Folgen kürzer mache als bisher, damit es auch besser geht für Social Media. Falls Sie mir ein Feedback schreiben möchten, können Sie das gerne tun auf alexrusch.com/feedback. Zudem meine Bitte, bitte empfehlen Sie meine Show weiter, am besten gleich jetzt an zwei Ihrer Freunde oder Geschäftspartner. Zudem wäre meine Empfehlung, dass Sie auch wieder mal den Rouge-Shop besuchen auf rougeverlag.com. Besonders beliebt dort sind die Millionen-Bestseller und die Erfolgspakete. Ich wünsche Ihnen jetzt noch sonnige, bewölkte, windige, kühle Grüße aus Encinitas, Kalifornien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.